Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2020 hier bei Fini Zockt. Wir sind wieder in unserem Dingens hier, in unserem Hauptquartier. Und unter Firma, wir können einen Sekundärsponsor hinzufügen, das finde ich echt gut. Sortieren wir den mal nach genau wöchentlichem Einkommen, das hört sich gut an. Zielbonus 170. Sirenen ist eigentlich ganz cool, glaube ich. Wobei, was gucken wir, was haben wir denn hier noch alles so? Ich glaube, das ist so ganz gut. Wir nehmen mal Seren. Sponsor. Jo, machen wir. Okay. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal weiter hier in Richtung alles Du Mögliche. hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird Überspringen. die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Bla bla. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst. Denn du gewinnst nicht nur an Anerkennung, wenn du gewinnst, sondern wirst auch an Anerkennung einbüßen, wenn du verlierst. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Okay, wir gehen zum Rennwochenende. Und ich habe die KI schon wieder vergessen. Nein, ist jetzt nicht euer Ernst, liebes Spiel. Ach, so ein Dreck. Na gut, dann fahren wir zwar halt nochmal auf der KKI, wobei mich die letztes Mal auch schon gut beschäftigt hat. Ihr wart ja dabei. Ist noch die gleiche Session. Ich habe meine Aggression ja, runtergeschluckt und weitergemacht. Das ist so. Standard, jetzt geht nach Holland, nach Zandvoort. Ich bin mal gespannt. Bitte warten, bitte warten. Das ist irgendwie so ja der Standard-Murks. Just thinking about why, aber egal. Weißt du, ich bin immer noch im Englisch-Dingens drin, aber ich freue mich schon mal, dass mein Mikrofon wieder so funktioniert, wie es eigentlich soll. Also qualitätsmäßig zumindest irgendwie scheint es wieder besser zu laufen. Hoffe ich zumindest mal, wenn sich seit dem letzten Mal nichts verstellt hat. I think so. Und wir gehen rein ins Qualifying. Wir springen aber erstmal dahin. Ja, ich weiß. Das dauert jetzt wieder alles ein bisschen rödel-rödel-bums. Ich fand das Bild von Sandford da gerade eben ganz gut, weil da hat man den Center Park gesehen. Das ist so ein Wohnbungalow-Park, da nicht Campingplatz, sondern ein Bungalow-Park. Da war ich. Wann war ich da? Vor 2 Jahren. Nee. Gott, was laber ich? Letzten Sommer? Nee, doch vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren im Sommer war ich dort, 2018. Und das war cool, mal die Rennstrecke sehen können. So. Wir kriegen alle möglichen Käse noch, Ressourcenpunkte und Kokolos, den keine Sau braucht. Jetzt sind wir gleich im Fahrerquartier. Hier. Da rechts, da wo die hohen Häuser sind. Hey, der Witzka geht da schnell. Hey, das mag ich überhaupt nicht. Na gut. Aber das war cool. Also Holland ist cool. Amsterdam war cool. Da waren wir 3 Tage lang vorher und sind nach Zandvoort rübergefahren für 2 Wochen. Das war cool. Und es lädt mal wieder. Da bringt nichts, wenn ich vor mir einen McDonald's-Gutschein mit der Aufschrift Frohes Fest liegen habe. Das ist kein frohes Fest, das ist hier eine Katastrophe. Jetzt mach doch mal. Hey, ja, das gedauert. Boing und rein da. Keine Gnade. So, also, Ladebildschirm, müsste gleich wieder was kommen. Schätze ich mal. Nee, kommt nix. Schade, schwarz ist auch eine schöne Farbe. Nee, schwarz ist keine Farbe. Was laber ich denn für ein Bullshit hier? Das ist ja echt unglaublich. Naja, gut. Irgendwie mein Mikrofonausschlag da am Dingens, das ist in Ordnung. Am Mischpult, ja, das sehe ich. Aber hier auf dem Aufnahmeoverlay, mein lieber Schwan, da reicht's mir ja mal einen lauteren Ton machen, das Ding rastet gleich mal komplett aus. Meine Herren und Damen. Unglaublich. Na gut. Dann, wie wär's, wenn du mal ein wenig schneller lädst, liebes Spiel? Ja. So. Zandvoort. Das da rechts ist der Center Park gewesen. Das ist echt cool. Gut, Session Info. Wir gucken mal. Autoeinstellungen, Setup laden für Holland, Zandvoort. Ja, ne. Beenden, raus auf die Strecke, jawohl, rausfahren. Alles fertig. Abflug, meine Damen und Herren.
Mesdames et Messieurs. Einzelungsrunde mache ich mir deswegen, weil ich dann die Strecke immer weiß. Jetzt ist wieder das mit dem Mikro irgendwie ersetzt. Das, weiß nicht, was besser sein soll. Die Ansicht vom Mischpult oder die vom Aufnahmen-Overlay. Naja, gut. Wann haben wir eigene Kontrolle? Jetzt haben wir die eigene Kontrolle, okay. Das ist auch eine interessante Strecke. Ich bin ja nie gefahren. Das ist meine erste Fahrt in Sandford. Mir ist nur gesagt worden, dass es ein bisschen was hat von der Autobahn, von der Achterbahn. Ja, das trifft es, glaube ich, hier gerade ganz gut. Ein Hoch und Runter und dabei noch rechts und links in die Kurven reingehänge. Oh, es gibt sogar mal eine Gerade mit DRS. Cool. Okay, aber man kann auch ziemlich schnell raus rutschen. Was, glaube ich, die Kurven dann so an sich haben. Ja, genau so, genau so. Das meine ich. Die sind Steilkurven hier. Ja, komm, da gehen wir nochmal in die Box. Dann machen wir mal eine fliegende Runde. Stopp, 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 stopp. Warte mal, ich würde es mal hier einen abschießen. Hinten kommt wahrscheinlich gleich jemand. Nein, komm, das lassen wir. Gibt eh nur Stress. Da hätte ich Big Schumacher abgeschossen. Okay, das ist nicht gut. Okay, hinterste Box, wie immer. Gleiches Szenario. Im Übrigen, die Anzugfarbe habe ich versucht gerade im Off zu ändern. Das geht nicht. Dann schürze Spieler, weil ich durch die Finanzreiter durch muss im Firmendingens. Und wenn man da drauf geht, dann macht's Boing und das Spiel ist fort. Das müssen wir noch patchen, hoffe ich mal zumindest. Das heißt, wir können unseren Anzug nicht nach dem Grün-Schwarz-Weiß hier machen. Reparaturzeit überspringen. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Fliegende Runde. Diesmal mal eine fliegende Runde. Okay. Genau, weil da kommen wir nämlich schon auf der Strecke raus. Ich bin jetzt eine Runde gefahren. Und unsere eigene Steuerung. Wir kriegen nochmal eine Einführungsrunde, okay. Auch gut. Ich wieder an der gleichen Stelle. Oh nö. Ach, come on. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn. Es ist echt zum Henker. 5 Platzglitzstrafe wegen Ocon. Ich habe ihn nicht mal berührt, Kollege. Ich habe ihn nicht mal berührt. Was willst du, liebes Spiel? Was willst du schon wieder von mir? Das ist doch schon wieder. Oh. Ich muss mir die Kurve merken. Da fliege ich so schnell einfach raus. Sanfter mit dem Wagen um. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ja, es ist ja. Upsi, das war einmal ein Rasenmähen. Das schaffe ich ja nie. Zumindest nicht, wenn ich hier so rumgurke. Jetzt müsste gleich die fiese Kurve kommen. Jo, das ist das Ding da hinten gleich. Einmal links, einmal rechts. Und dann raus auf den Abschuss. Wenn ich mir vorhin schon einen Flügel kaputt fahre, endgültig. Ja, na, das ist wieder mein Lieblingsding hier. Nicht auf den Sand kommen, yes. Überlebt, überlebt, überlebt. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ja, 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 zweiter. Direkt hinter Verstappen, was hat der für eine Zeit?
0,052 langsamer, ja genau. Das ist hier einmal so ein Gas wegnehmen. 1,16, okay. 1,16,8 sollten wir mal toppen. Das kriegen wir sicher hin. Hoffe ich zumindest. Gerade war es ja mit einer 1,17er Zeit schon knapp, die Topzeit zu unterbieten irgendwie. Muss mal gucken, ob der jetzt hier wieder runterschalten für Setup genommen wird. Gibt's ja wohl nicht. Hört sich ganz danach an und noch ein kaputtes Getriebe will ich mir nicht. Kann ich mir nicht leisten. Wir haben schon eine 5-Platz-Grid-Strafe mal wieder bekommen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, sorry. Steuerung. PS4 Controller 2 bearbeiten. Quadrat. Okay, ist bremsen. Gut. Dass wir das geklärt hätten. Sehr schön. Eine 1,16 wird das definitiv nicht werden. Ne, eher unwahrscheinlich. 1,16,44,458. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Würde ich auch behaupten. Gucken, ob wir uns auch nochmal selber unterbieten können. So schon mal nicht. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ach Gott, da war noch was. Benzin, ja, ja. Ach, das sollte man im Qualifying ja auch achten. Das habe ich tatsächlich auch mal vollends vergessen, wenn ich hier mein Unterboot weiter so zu Schrott fahre. Da ist bald nichts mehr mit schnellster Runde hier. Jetzt kommen wir in die Todeskurve. Aufpassen, Fini. Noch schneller, 1,15,9. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Meine eigene Zeit nochmal unterboten. So, das ist ja die letzte Runde. Danach gehen wir in die Box. Das heißt, ich brenne weit über die Startziellinie brettern und dann rückwärts wieder zurück zur Boxeneinfahrt zurücksetzen. Habe ich schon mal gemacht in Bahrain im Off, im Training. Da hat es keinen gestört. Ich weiß nicht, ob es das im Qualifying hier stört. Ich hoffe mal nicht. So. Eben weil wenig abgekürzt ist, gebe ich durchaus zu. Jetzt geht es wieder in die S-Kurve da vorne. Ja, genau. Jawohl, ja gut, wir gehen in die Box dementsprechend pfeift drauf. Ich möchte noch meine Zeit nochmal verbessern. Wobei das tatsächlich diesmal eher utopisch anmutet, dass wir das nochmal so hinkriegen. 15, nein. So. Okay, schwarze Flagge, schwarze Flagge. Ach, come on. Egal, wir haben die schnellste Zeit, das ist in Ordnung, passt. Eindeutig schnellste Zeit. Okay, gut, das hätten wir mal. Wir kriegen eine 5-Platz-Grid-Strafe. Oder waren es 15? Ja, okay. Es waren dann doch ein paar Plätze mehr. Und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie fünf, unbesorgt. Ist ja wohl, glaube ich. 5 und 15 Platz Grid-Strafe. Ja, ja, ist gut. Okay. Letzter Platz ist auch in Ordnung. Ich weiß, also im Training hat es funktioniert, in Bahrain. Warum es jetzt hier nicht funktioniert? Gut, wir waren ein bisschen zu weit vorne, das gebe ich zu. Es war kein Pech, das war Absicht. Ja, gut, man kann sich seine Qualifying-Zeit natürlich auch. Nein, die waren überhaupt nicht berechtigt, aber gut. Bla, 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 bla.
Ich gebe nie der Presse irgendwelche Antworten, die werden immer schön übersprungen. Sie kriegt von mir keine Antwort, sicherlich nicht. Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, bis zum Rennen, nächsten Rennen machen wir hier einen kleinen Cut. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Bis denne. Tschö.